Hallo Leute und schön, dass ihr wieder da seid bei Train Fever, wenn es heißt, wir spielen mit Zügen. Wir legen jetzt noch hier ein paralleles Gleis. Zumindest schauen, wie wir das am besten legen. Auf der Außenseite oder Innenseite. Das ist eigentlich ganz egal, wir fahren hier mal weg. Nein, wir legen hier mal ein paralleles Gleis hin. Dass wir schon mal eins haben. Und fahren dann mal hier rein, so. Genau. Zack, damit wir schon zwei haben und legen das parallel dran jetzt. Wir hoffen auch, dass das wirklich funktioniert. Die parallel legen. Das kriege ich Anfälle. So, bis jetzt scheint das so zu funktionieren. Jetzt der Tunnel, das wird hoffentlich auch funktionieren. So, der Tunnel hat anscheinend auch funktioniert. Sehr gut. Dann geht es hier weiter, dann kommt der nächste Tunnel. Da gibt es anscheinend schon Schwierigkeiten. Oder auch nicht. Mal gucken. Jetzt gehen wir hier raus bis dahin. So. Okay. Es klappt, es klappt, es klappt. Ja, ja. Ist klar. Sehr gut. Und hier fahren wir dann. Wie weit fahren wir da raus? Eigentlich ist es egal, weil wir hier genug Platz haben. Fahren wir so rein. Sehr gut. Dann haben wir die erste Strecke hier oben schon wieder neu angeschlossen und wir haben ein paar Tunnel drin, kostet jede Menge Geld, aber uns macht das Geld eigentlich gar nichts mehr. Leider habe ich nicht geschaut, was Wegstrecken bedeuten, deswegen werden wir einfach nur mal standardmäßig so weiter arbeiten, wie wir es gewohnt sind. Und zwar sage ich hier, der rechte hat Wartepflicht gegenüber den linken und hier hat auch der rechte Wartepflicht gegenüber den linken. Wo bist du? Hier, genau. So, und dann steuern wir hier mal und einmal hier Anfang des Tunnels da. Stehen die richtig? Ja. Und dann, ja, weiß nicht, ob ich hier vorne noch mal sollte. Ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht, wenn ich das hier auch noch mal mache. Dann passt das sehr gut. Und hier vorne Dings noch mal. Doch, das passt. Mach mal so. So, der Leere. Dann haben wir hier Hammer, da haben wir, dort haben wir, da haben wir. Gut. Dann können wir hier eigentlich schon die erste Strecke legen und ein Zügchen fahren lassen. So, wir sagen, neue Linie. Du fährst von hier, von Zigra nach da. Okay, die ist der Kies, das passt schon mal. Und die heißt, wie heißt du jetzt, Freundchen? Oder Fräulein, von der neuen Linie 13, kann das sein? Ja, hier sehe ich Linie 13. Gut. Jetzt müssen wir noch schauen, wie wir mit den Zügen hier rankommen. Denn wir bauen uns hier ein eigenes Depot, was eine Möglichkeit wäre. Aber das weiß ich nicht, ob ich das unbedingt möchte. So, von der Seite kommen wir nirgends ran. Von der Seite auch nicht. Das heißt, wir werden hier nur müssen ein eigenes Depot bauen. Und dann werden wir hier auch müssen leider alle Linien mal verknüpfen. Und zwar machen wir das mal so. Die erste hier raus. So, wir haben hier nicht viel... Oh, wir haben hier nicht viel Spiel zu der Linie. Das heißt, für uns egal, wie wir hier fahren, wir kommen hier runter überhaupt nicht anscheinend. Wir müssen immer über die Linie drüber oder drunter durch. Okay, es wird unterhalb durch, würde klappen. Da werde ich aber gleich eine Linie unterhalb durchschicken, damit wir das für später haben. So, ah, okay. Mal gucken, was er hier sagt. So, tiefer. So würde das klappen. Okay, dann machen wir das gleich so, damit wir hier die erste Linie schon durch haben. Und jetzt müssen wir leider da gucken, dass wir hier ein Depot dran kriegen. Und das würde ich sagen, machen wir mal so ein bisschen schräg hier. Zack. Dann du in die Linie rein. So. Und da reinfahren. Du musst da auch reinfahren irgendwie. So, und dann hier so rein geht das irgendwie.
Okay, das geht sich nicht mehr aus. Dann reiß mal die Linie weg. Die habe ich gesagt. Und legen die neu. Und zwar hier ein Stück jetzt so. Dann so rüber. Es wäre gut, wenn das wirklich funktionieren würde. So, genau. Und hier müssen wir gucken, dass wir von der auf die kommen. Ich glaube aber nicht, dass das so funktionieren wird. Ich habe da ein bisschen Bedenken. Ah, scheint nicht zu funktionieren. Aber vielleicht schaffen wir es hier so hoch. So, irgendwie. Da war gerade was. So. Steigung zu groß. Der A-Gleichung passt nicht. Okay, dann lassen wir die mal weg. Und fahren mit der nochmal hier hin. So. Zack. Und die da unten. Wie fahren wir da am besten echt? Hier runter geht nicht, oder? Nee. Na okay, auch egal. Jetzt machen wir hier mal die Linie noch ein Stück weiter nach hinten. So. Zack. Versuchen jetzt mal hier so rauf zu fahren. Lass da auch nicht. Steigung zu groß, wenn wir hier weitermachen. Kommt immer Steigung zu groß. Na, so tief ist das ja hier auch nicht. Willst du mich verarschen? Versuchen wir es mal mit einer normalen Leitung. Es kann nicht sein, dass da Steigung zu groß ist, oder wie? Ich will mich nur verarschen, wahrscheinlich hier. So viel Unterschied ist da doch gar nicht. Naja, okay, es ist schon ein bisschen, ja. Okay, er hat mich ein bisschen überzeugt. Das heißt, wir fahren hier hinter so. Oh, das ist natürlich doof, wenn das so nicht klappt. Na, dann reißen wir hier trotzdem die weg wieder. Da muss man hier gucken, dass wir von unten rankommen. Und bauen hier mal ein Zugdepot hin. Dann haben wir halt die Linie noch nicht, aber ich glaube, die brauchen wir ja auch nicht wirklich, oder? Nee. So, dann brauchen wir ein Zügchen. Und zwar von dir da. Zug kaufen. Und jetzt gucken wir mal, wir brauchen Personenverkehr. Und dann nehmen wir mal schöne Loks. Hier haben wir einen Akkuschlepper. Ich hätte da aber gerne die komischen da. Die langen, genau. 72 Passagiere, 164. Die gefallen mir eigentlich gut, kosten 2,4 Millionen im Jahr, aber wir haben ja genug. Aber die gefallen mir eigentlich. Und 72 Personen, naja, wobei 164 wäre doch interessanter. Da kaufen wir uns die. So, und die kaufen wir uns jetzt 1, 2, 3, 4 Mal für die Strecke. Ja, 4 Mal. Und schicken die auf die Linie 13. Und müssen natürlich wieder schneller machen. Und schauen jetzt mal, die fährt los. So, ja, sollten erneuert werden. Schön für dich. Hallo, Zug, verschwinde. So, jetzt kassieren wir natürlich jede Menge Geld. Unser Zug fährt hier. Dann warten wir, bis er hier in der Mitte ist und dann schicken wir den nächsten raus auf die Linie 13. Wenn er denn bald mal fährt. So, jetzt kommt er unten raus. Zack, schicken wir den nächsten los. Warten, bis der nächste da unten rauskommt. Linie zubeißen. Und dann hoffen wir mal, dass das wird hier was. Da müssen wir noch aufpassen, dass wir die ganzen Dings zuweisen. Fahrbusse? Ja, Fahrbusse. Dass sie auch an dem Bahnhof halten. Damit das auch funktioniert. So, Freund, komm schon. Du schaffst es. So, jetzt kommt er hier oben zu der Ampel. Sobald er an der Ampel ist, geht der nächste raus. Und dann haben wir noch ein Stück, das heißt vier Stück. Jetzt sind drei draußen, dann haben wir hier Linie 13. Dann kommt der nächste schon wieder zurück, das passt perfekt. Und die Straßenbahnen nerven mich ein wenig, dass die alle schon so alt sind.
Aber okay, damit kann ich leben. So, wo ist denn unser Zug jetzt? Ah, jetzt fährt er. Es dauert immer ein bisschen bei den Zug. Die sind immer nicht gerade die schnellsten. Ne? So, und die kommen sich fast in der Mitte zusammen. So. Zack. Dann hätten wir da die Linie auch angeschlossen. Und jetzt gucken wir mal hier. Das ist die Linie. Nur sichtbare. So. Und hier sagen wir aber trotzdem, er soll 13 nach der 13er hier Haltestelle hinzufügen. Ne, warte, nach der 5er. Nach der 5er Haltestelle hinzufügen. 5. Dann kommt hier 6. Passt. Und dann 4. Achso, nee, das war falsch. Warte mal. Haltestelle 6 entfernen. 4. Nach 4 kommt die. So, 4. 4 Haltestellen hinzufügen, die hier. Genau, 4, 5, 6. Dann kommt 14, nach 14 kommt die Haltestelle hinzufügen, die hier. 14. Hallo! Haltestelle hinzufügen, die hier. Genau, so würde ich das haben. Damit die auch gleich darauf fahren. Dann haben wir die Linie schon direkt da oben angebunden an den Bahnhof. Und hier können wir dann eine neue starten. Aber die werden eben schon mitgeschickt. Jetzt weiß ich nicht. Hier fahren Busse, okay. Dann können wir hier dann auch später mal eine neue Linie ranstecken. Und hier die entlasten auf alle Fälle. Denn hier haben wir relativ viele Knobelsbahnen, die hier dran sind. Und da sparen wir uns dann ein bisschen, wenn wir hier oben noch eine haben. Und jetzt gucken wir mal. Wir machen hier Haltestellen. Nein, so Haltestellen. Zwei normale Bushaltestelle, neu, alt, neu. Und zwar die erste machen wir zum Beispiel hier dran. Was haben wir denn hier so? Ja, doch. Eine setzen wir hier dran. Dann fahren wir hier außen ran. So, hier mal vorbei. An diesen paar Häusern hier oder Industriegebiet. So, hier vorbei. Dann soll er sich hier gut durchschlängeln. Ist mir eigentlich egal, wie der das. Nee, das passt mir aber überhaupt nicht. Die müssen wieder weg. Aber bei Industriegebiet ist nicht so schlecht. Ja, dann wäre aber sinnvoller gewesen, das hier hinzumachen und hier wieder langsamer zu schalten, damit das nicht so schnell läuft. Und die trotzdem wieder weg. Du und du weg. Und wieder Bushaltestelle, Bushaltestelle. So, fährt er hier rein. Dann soll er vielleicht hier durchfahren. Die paar mitnehmen. Dann hier ein paar mitnehmen. Da sind schon Bushaltestellen. Okay, die kann er so anfahren. Die kann er auch so anfahren und fährt wieder hier hin. Genau. Also es wird eine kleinere Linie. Aber okay, so, nur Linie. Du fährst von hier. Dann fährst du hier runter. Ich hoffe, du fährst von der Seite, genau. Hier runter, fährst hier ran. Dann wäre ja eigentlich hier sinnvoll gewesen. Hier runter, so genau da. Ich nehme die Bahn noch mit hier. So, und gehe wieder auf Linienmanager. Was haben wir jetzt für eine Linie gehabt? Da, 14. So, 3 Linie hinzufügen. Hallo? 4. Dann fährt er hier runter und haben wir hier noch eine? Ja, da. Nimmst die mit? 5. Genau, dann hast du eh schon richtig die hier. Dann fährst du hier zurück, oder? Das wäre eine Möglichkeit, dass wir hier noch ein paar einbauen, ja. Dann nehmen wir hier da die noch mit. So, Linie hinzufügen. Dich nehmen wir noch mit. Ja, dich kann man auch mitnehmen. Dich nehmen wir mit. Und dich nehmen wir mit. Genau, damit fährst du wieder hier rauf. Dann fährst du wieder hier hin. Und hier hin. Dann hier hin. 9. 8.
Dann 7. Fährst da runter zur 6. Die 5 ist auch da unten irgendwo. Hallo? 5? Aha, die fährt hier rein. Na okay. Wenn du meinst, 4. Jetzt fährt er nicht mehr rein. 3. Und hier oben ist noch eine 2. Und fährt wieder zurück zur 1. Und fährt hier eigentlich sinnlos im Kreis, aber okay. Ist mir doch egal, wie der fährt. So, das ist Linie 14. Dann haben wir hier irgendwo sicher ein Depot. So, hier haben wir irgendwie ein Problem, oder was? Knobelsbahn. Warte auf freien Weg. Okay, das heißt nichts Gutes. Aber trotzdem muss ich jetzt Depot schauen erstmal. Unter Linie 13. War das jetzt 13? Nee, 14. 13? 14, 14. Der Linie 14 Fahrzeuge zu weisen. Und zwar, was nehmen wir hier? 120. Oh, das wäre ja was. 18 Passagiere. Ja, nehmen wir die. Dann nehmen wir relativ viele. Ja, okay, sind relativ viele, ja. Aber auch egal. Die tun wir jetzt alle zuweisen, Linie 14. Die sollen sich dann alle darum kümmern, dass sie sich selbst irgendwie aufteilen. Schließen. Und jetzt müssen wir hier gucken. Warum wartest du auf freiem Weg? Hier hat sich irgendein Stau verursacht. So, du. Wohin willst du denn eigentlich? Du möchtest hier raus. Hier raus kommst du nicht. Doch, kommst du aber raus. Warum nicht? Wenden? Jetzt vielleicht? Auf wen wartest du hier, Freundchen? Na okay, das schauen wir aber uns in der nächsten Folge an, was hier das Problem ist. Macht's gut, bis zum nächsten Folge. Tschüss.